Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist René. Wir bauen heute mal die Stabis ein. Und zwar wird das Ganze so ein bisschen Tutorial-mäßig. Und zwar wird Sascha, Guten Tag. Guten Morgen, liebe Leute. Wird uns erklären, wie wir die guten Dinger einbauen, was wir darauf oder was wir dazu beachten müssen beim Einbau. Mach mal auf den Karton, bitte. Jawohl, gerne. Wie Sie sehen, sehen Sie Stabis. Das eine wird vorne sein, das andere wird hinten sein. Wir können mal kurz die Zeit nehmen, einmal richtig aufzupacken. Was genau bringen Stabis? Ja, die Stabis sind dafür da, zum Beispiel, wir fangen jetzt bei der Hinterachse an, wenn die beiden Räder unterschiedlich federn, also sagen wir mal, man würde jetzt in eine Linkskurve fahren und das hintere Rad nickt ein. Ne? Klar versucht der Stabi, das andere Rad rauszuholen, aber er verhindert, dass das Auto anfängt, hinten gegenseitig sich aufzuschaukeln und zu schwimmen. Okay. Also wie es schon heißt, es stabilisiert das Fahrwerk. Sehr gut. So, hier haben wir ein schönes Teil. Das ist, ich nehme an, hinten, oder? Genau, der ist für hinten. Das ist der für vorne. Womit fangen wir jetzt an? Also ich würde als erstes im Innenraum jetzt das Kreuzgelenk losmachen. Nicht, weil wir das Fahrwerk einbauen, sondern weil wir den vorderen Stabi einbauen. Das Problem dabei ist, ich kann die Achse so weit runterziehen, dass ich es tauschen könnte. Aber da ich jetzt eh einmal alle Räder runter mache und danach so oder so eine Achsvermessung machen kann, löse ich den Achskörper, mache die elektrische Lenkung los, mache die Kreuzgelenke los und lege die mir auf einen dritten Mann, also einen Getriebeheber. Und dann kann ich ganz entspannt den Stabi wechseln, wieder drunter machen und danach werde ich die Federbeine vorne tauschen. Und danach machen wir hinten schon weiter. Hinten ist etwas einfacher mit dem Stabi und Fahrweg hinten geht auch deutlich schneller. Wir machen jetzt das Kreuzgelenk los. Ich finde es wichtig für Leute, die da noch etwas ungeübt sind, bitte den Schlüssel abziehen, Lenkradschloss einrasten. Da wir mit dem Lenkrad nur ungefähr 2 Umdrehungen in jede Richtung drehen können. Das heißt, also wichtig ist das Auto in Mittel, also in Neutrallenkstellung abzustellen, Lenkradschloss rein. Da, wenn wir das Lenkrad aus Versehen zu weit in eine Richtung drehen, also über die 2 Umdrehungen hinausgehen, würden wir den Schleifring, früher Schleifring, jetzt mittlerweile Airbagring, einfach durchreißen. Dann wäre der kaputt, ne? Okay. Würde Airbag nicht mehr gehen, Hupe nicht mehr, dann hier die ganzen Zusatzfunktionstasten, das wäre nicht so gut. Das Kreuzgelenk befindet sich hier unten, man sieht es schlecht. So, die löse ich jetzt, das ist eine 13er Schraube. Das nächste, was ich machen würde, ist jetzt die Ansaugung ausbauen, Batteriekasten ausbauen, dass ich für die elektrische Lenkung die Stromkabel lösen kann, dass ich die Achse halt weit genug nach unten machen kann, dass da keine Spannung drauf kommt, dass wir irgendwas kaputt reißen oder so. Wie gesagt, das mache ich jetzt nur, weil wir direkt den Stabi mittauschen. Normal Fahrwerkwechsel müssten wir es nicht machen. Ja, wie man hier gut sehen kann, nirgendwo irgendwelche Kabelisolierungen abgegangen. Sieht immer noch wie Säge aus. So, jetzt sind wir schon bei dem Stromkabel für die Lenkung. Und das ist hier einmal das Masseband, wie auch das Pluskabel, was direkt hier auf den Pluspol-Weitergabe ist. Und dann hatten wir hier unten nochmal einen Stecker für Steuerung und einen CAN-Bus. Da muss man hier einmal ein bisschen losklicken. Hört sich immer wilder an, als es ist. Einfach auseinanderziehen, Masse lösen, loslösen. Dann sind wir schon mal so weit, dass die Lenkung elektrisch wie auch mechanisch oben über das Kreuzgelenk gelöst ist. Ne? Als nächstes würde ich jetzt das Auto Hälfte hoch machen und dann die Räder runter und vorbereiten, dass ich die Achse abnehmen kann.
Für die Drehmomentstütze brauchen wir eine 16er Nuss. Ich mache es meistens mit einem Schlagschrauber, also dann 1,5 Zoll 16er Nuss. Löse die dann. Dann nehme ich die 16er Nuss, weil ich sie gerade drauf habe, für die Traggelenke noch. Hier, ne? Für die sind auch 16. Dann vorher, natürlich haben wir die Unterbodenverkleidung abgemacht, sind 25er Torx-Schrauben und 45er Torx-Schrauben. Als nächstes mache ich jetzt den Auspuffhalter hier hinten ab. Das mache ich dann mit einem 13er auch wieder mit Schlagschrauber, weil ich da gut rankomme. In dem Zug mache ich danach die 16er los. Dann mache ich die Koppelstangen hier oben los vom Stabi, direkt am Federbein. Danach als letztes die 18er Schrauben, die den Aggregateträger an der Karosse halten. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, die Stabis sehen gleich aus, warum bauen wir die ein? So ist es nicht. Zum einen hat der ungefähr eine Stärke von 18 bis 20 mm, würde ich schätzen, müsste ich jetzt genau nachmessen, und der H&R 30. Das heißt, man hat schon mal mehr Material, was man bewegen müsste. Dazu kommt es noch, wahrscheinlich ist das ein ganz anderer Federstahl, der hier drin ist, wenn es Federstahl ist. Der Vorteil an diesem stärkeren oder massiveren oder kraftvolleren Stabi ist, dass die Bewegung, die das Fahrwerk macht, wesentlich direkter und sofort ausgeführt wird. Bei diesen hier hat man halt das Gefühl, dass du den sofort verwinden kannst. Bei diesen hier brauche ich es erst gar nicht versuchen, da werde ich nur rot bei und es macht gar nichts. Jetzt ist für euch die Entscheidung gefragt. Man hat hier bei dem Stabi vorne zwei Einstellmöglichkeiten. Nimmt man jetzt den kürzeren Hebelweg, ist das Stabi-Verhältnis zwischen den beiden Rädern etwas direkter. Nimmt man den längeren Hebel, ist ja klar, längerer Hebel kann zwar mehr Kraft aufbringen, aber man kann den eher in sich winden. Das heißt, das Rad würde nicht direkter mitfahren, mitbewegen wie mit der anderen Seite. René möchte es eher etwas komfortabler haben. Darum haben wir uns für die Wahl entschieden, dass es nicht so direkt ist und es sich immer noch in den Kurven ziemlich komfortabel anfühlt. Und wie genau allerdings stellst du das ein? Ich habe hier zwei Löcher. Kleinerer Hebelweg, straffer, direkter, längerer Hebelweg. Auch straff, aber nicht mehr so straff wie vorher und etwas komfortabler. Okay, was würdest du empfehlen als Daily? Da du, wie du schon sagst, das Auto jeden Tag fährst, würde ich die komfortablere Wahl nehmen. Wenn du jetzt auf eine Schleife gehen würdest, würde ich auch noch hier den direkteren Weg nehmen. Dann würde ich noch verstellbare Koppelstangen fahren, einfach um das Ganze noch dementsprechend aufs Auto mit den Zugkräften abzustimmen. Diese Schrauben auch mal ganz wichtig mit der Hand ansetzen. Machst du die Karosse kaputt, hast du dir das Leben selber schwer gemacht, bis du da drinnen so ein Gewinde getauscht hast. Katastrophe. Was für Werkzeug nimmst du dafür gerade? 1/2 Zoll, 18 Langnuss, kurze Verlängerung. Ist halt so, wie es für mich am besten von der Hand geht. Ne? So kann ich direkt gleich mit dem Schlagschrauber drauf. Wenn ich jetzt eine kurze Nuss nehme, dann wäre ich, wenn ich jetzt eine kurze Nuss hätte, wäre ich da. Und dann habe ich halt nichts, wo ich jetzt mit der Hand schrauben kann. Ne? Mhm. Also nehme ich immer eine lange Nuss und kann dann hier schön. Muss man nicht, man hätte auch eine längere Verlängerung nehmen können, aber dann finde ich, wird das Ganze ein bisschen instabil im Handgelenk. So, dann fällt es mal oft runter oder sowas. Das ist einfach
Gewohnheitssache, dass für mich die Arbeit ein bisschen einfacher wird. Oder so, mir leichter von der Hand geht. Für viele, die die Schrauben noch nicht auswendig kennen, wo welche hingehört, man sollte sie sich, man kann sich zum Beispiel einfach so eine Pappe nehmen, was weiß ich, so groß. Die Schraube, die man rausschraubt, sticht man einfach in die Pappe rein, schreibt mit einem Kugelschreiber oder je nachdem mit welchem Stift einfach oben drauf, wo sie gesessen hat. Man kann sie immer wieder so zurückschrauben, dass man sich sicher sein kann, dass er an Ort und Stelle ist. Mhm. Für Leute, die da vielleicht nicht so ein gutes Gedächtnis haben. So, jetzt die Achse auf alte Position bekommen. Dass wir nachher auch kein Problem haben mit dem Nachlauf, wenn ich die jetzt aus Versehen verdreht habe oder so. Ne? Weil Federbein hat ja nicht nur einen Sturz, sondern du hast ja auch einen Nachlauf, der entweder so oder so, je nach Karossentyp und Gewichtsverteilung steht. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, die Seite passen stehen habe und die andere Seite nach vorne, hätte ich immer ein Zugverhalten im Fahrwerk oder beim Zurücklenken oder beim Einlenken. Das wäre nicht von Vorteil. Da ich bei dem ja schon mal eine Achsvermessung gemacht hatte, weiß ich, dass mein Wert hier passte. Und dann nehme ich genau die alten Abdrücke. Das Gute daran ist ja, die Zeit hinterlässt Spuren, in dem Fall Dreck, und dann kann man sich gut dran orientieren. Jetzt kommt der Moment drauf. Wie viel? In dem Fall sind es 130 Newtonmeter. Alles, was hier an Achse, sagen wir eigentlich, jede Schraube hat ein eigenes Drehmoment, was man einhalten sollte. Natürlich kann man an so einem Auspuff so eine Schelle handfest, so wie man es im Gefühl hat, machen. Aber alles, was mit Sicherheit, Achse, Bremse, Antriebswellen etc. ist, ist es wichtig, dass das Nenndrehmoment jedes Mal gehalten wird. Wenn da nämlich nachher irgendwas passiert, ist man verloren. Ist ja nicht nur, dass man sich selber damit in Gefahr bringt, sondern andere auch. Ne? Mhm. Wichtig. So, in dem Zug, da wir jetzt ja eh die Achse unten hatten, habe ich schon mal die Drehmomentstütze gelöst, die Schraube rausgedreht, weil Arthur den René vorgeschlagen hatte, dass er, wenn wir jetzt schon so weit sind und er eh schon etwas Leistung fährt, dass wir die Drehmomentstütze ein bisschen optimieren. In dem Fall haben wir so ein gefrästes Teil. Zeig das mal. Ja. Mhm. Ja. Im Prinzip hat das Gummi Anschlagpunkte. Das heißt, du hast eine Bewegungsfreiheit, die wir jetzt einfach reduzieren durch diese und diese Kante. Diese hier ist etwas dicker, weil du ja beim Bildschleunigen den Motor nach unten nach vorne ziehst, aber er sich eigentlich neigt, nach oben zu ziehen. Genauso beim Abtouren, wenn du in die Motorbremse fährst oder sowas, würde der Motor ja absenken und sich nach hinten drücken. Und damit reduzieren wir einfach nur den Weg und machen es auch etwas steifer, weil es halt bewegungsarmer ist. Ne? Mhm. Wird einfach reingeklickt. Dann holt man wieder die Originalschraube. Immer alle Schrauben vorher nach Möglichkeit mit Hand ansetzen. Wieder vorziehen. Die Schrauben auf den Tand ansetzen, ganz wichtig, bloß nicht verkanten, weil sonst ist das Gewinde im Getriebe kaputt und dann ärgert ihr euch. Wir sind jetzt eigentlich soweit fertig, ne? Genau, die Stabis, beide sind eingebaut, Vorderachse wie auch Hinterachse. Kannst du bitte noch einmal erklären, was für Werkzeug man jetzt genau dafür benötigt? Also, rein theoretisch bräuchte man nur
wenn man es auf die ganze im Blatt macht, einen 16er Schlüssel, einen 13er Schlüssel und einen 18er Schlüssel. Aber da wir schon modern sind, also ich würde nehmen 0,5 Zoll 18er Langnuss, 16er Langnuss, kurze Verlängerung, Schlagschraube oder Knarre. Dann braucht man einen 10er Vielzahn für die hinteren Stabilbefestigungsschrauben und einen 9er Vielzahn zum Gegenhalten von den Koppelstangen hinten. Ansonsten ist alles 13, 18, 16, 10er Vielzahn. Und Drehmomentschlüssel. Und Drehmomentschlüssel für das Nenndrehmoment zu machen, genau. Darum empfiehlt es sich auch mit einer Nuss zu arbeiten, 0,5 Zoll, weil mit einem Schlüssel kann man kein Drehmoment aufgeben. Also kein Nenndrehmoment. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ich komme mal hier so ein bisschen ins Licht, würde ich sagen, danke, dass du das eingebaut hast. Gerne. Danke an SHR, dass wir das hier einbauen konnten. Vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.